Wir sind heute Nacht gegen 3.14 Uhr zu einem Brand 2 für Makatsch, Schrottentsorgung oder Schrottrecycling, alarmiert worden zu einem Vollbrand von einem Schrotthaufen. Die Lage vor Ort war, dass wir einen Schrotthaufen gefunden haben, so 30 auf 30 Meter im Vollbrand. Wir haben dann entsprechend Glochingen erhöht, Alarmstufe erhöht. Wir haben Kräfte aus Deizisau, aus Esslingen und aus Nürtingen mit dazu alarmiert und haben dann angefangen, über eine Wasserversorgung direkt am Neckar aufzubauen und eine Brandbekämpfung eingeleitet. Schrott ist jetzt nicht unbedingt ein leichtes Material, wo man dann hinstehen kann mit vier Mann, vier Ecken und Schaufel und Besen. Also wir haben entsprechend Baggerfahrer gebraucht, die das runterreißen konnten, auseinanderreißen konnten, dass wir besser hinkommen zum Ablöschen. Das Wasser am Neckar ist hier Gott gegeben, das ist wirklich eine tolle Sache. Unendlich viel Wasser, brauchen wir keine Rücksicht nehmen auf Trinkwasser nicht. Die Brandbekämpfung von oben hat sich als am effektivsten herausgestellt, weil es dann doch auf einer Höhe von 10, 12 Meter richtig Brand hat und wir von unten nicht wirklich gut rankommen sind. Wir sind rankommen, aber nicht wirklich gut. Und deswegen haben wir dann zwei Drehleiter eingesetzt. Insgesamt haben wir die zwei Monitore auf der Drehleiter, zwei Wasserwerfer, zwei B-Leitungen und sechs C-Rohre sind im Einsatz gewesen. Jetzt haben wir den Löschwassereinsatz runter reduziert, weil wir festgestellt haben, es ist bloß noch ein kleiner Teilbereich. Der eine kleine Teilbereich, der liegt aber so hochgeschickt im Eck, dass wir die Kräfte noch nicht wirklich runter reduzieren können. Wir müssen das jetzt peu à peu mit dem Bagger und mit dem Kran ausräumen und ablöschen. Es war noch der Gerätewagen-Messzug von Ostfiltern aus dem Landkreis war mit dabei, die im ganzen Umkreis Richtung Waldmannsweiler, Richtung Eickschieß und Richtung Deizisau-Altbach Messungen durchgeführt haben. Sie konnten aber bis auf eine Geruchsbelästigung sonst keine großen Schadstoffe feststellen. Und es waren rund 100 Einsatzkräfte feuerwehrtechnisch im Einsatz. Wir gehen jetzt von Selbstentzündung aus mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und da kam es zu einer ca. 15 Meter hohen Flamme, zu einer relativ starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war dann mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Kollegen von uns von der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart waren ebenfalls vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Und die Feuerwehr konnte den Brand dann auch relativ schnell unter Kontrolle bringen, also gegen 4 Uhr, 4.15 Uhr. Und dann hat er sich aber nochmal ein zweites Mal selbst entzündet. Die Feuerwehr war natürlich noch vor Ort und hat den Brand dann heute Morgen erneut unter Kontrolle gebracht, gelöscht. Und jetzt sind sie gerade dabei, noch so verschiedene Teile von dem Schuttberg abzutragen, dass das sich nicht nochmal entzündet. Ja, die Wasserschutzpolizei ist tatsächlich nicht nur auf dem Wasser zuständig, sondern auch an angrenzenden Häfen und im Randgebiet von Flüssen. Also in der Größenordnung haben wir es zum Glück nicht so oft. Es kommt allerdings schon immer mal wieder vor. Wir bitten da auch wirklich darum, also die Bürger sind da aufgefordert, wenn sie Schutt abgeben, dass sie da auch sauber trennen. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwelche Spraydosen oder Batterien mit in dem Abfall sind. Und da ist eben die Wahrscheinlichkeit dann doch gegeben, dass die sich auch entzünden können. Ja, also tatsächlich gab es trotz großer Rauchentwicklung keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Werte waren unter dem Schwellenwert, jedoch nicht unmittelbar am Brandherd. Also die Feuerwehr hatte Atemschutz an, aber umliegend waren sie, wie gesagt, unter dem kritischen Schwellenwert. Die Feuerwehr hat trotzdem über die Warn-Apps die Bevölkerung aufgefordert, dass die Fenster und Türen geschlossen hält. Ja, wir sind, so geht es, gegen 3.30 Uhr informiert worden, dass es hier am Betrieb brennt. Ja. Gebrannt hat konkret unser Sammelschrotthaufen, das heißt das Material, das aus kommunalen Entsorgungen kommt. Ja. Und vermutlich ist es so, dass es eine Selbstentzündung gab von einem falsch entsorgten Lithium-Ionen-Akku, wie man es leider heute viele in Spielzeug oder in Handys und sowas hackt. Ja. Und wenn die eben einen Kurzschluss haben, dann entstehen da hohe Temperaturen und sogar Stahlschrott, ja, der bei uns sag ich mal, hier gehandelt wird, fängt dann leider an zu brennen, ja, weil dann immer noch kleine Kunststoffteile und so weiter eben mit drin sind. Und so gab es eben hier leider einen größeren Brand. Zu Schaden gekommen ist Gott sei Dank niemand, also keine Personen, keine Maschinen. Ein LKW-Fahrer von uns hat das relativ früh mitbekommen und dann Baggerfahrern Bescheid gegeben. Die waren dann zusammen mit der Feuerwehr im Einsatz und haben quasi dann das Haufwerk auseinandergeteilt, sodass die Feuerwehr mit ihren Löschläuchen und von den Drehleitern aus dann das Material runterkühlen konnte.
Ja, und da gab es eben heute Morgen einen entsprechenden Großeinsatz, wo Gott sei Dank aber nur Sachschaden, sag ich mal, am Schrott entstanden ist. Also hier am Nordseekai hat es natürlich bedeutet, dass auf der Wasserseite hat die Feuerwehr ja Wasser aus dem Neckar entnommen mit ihren Einsatzfahrzeugen. Und hier bei uns auf der Gleisseite ist es eben auch so, dass überall Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz waren. Deswegen haben wir heute Morgen die Annahme gestoppt. Das heißt, wir haben keine Lkw-Annahme gehabt, haben Lkws entsprechend umgeleitet und den Betrieb jetzt darauf fokussiert, dass wir erstmal hier den Brandherd beheben. Also ich sag mal, der Schaden am Material ist klar. Das kann man heute noch gar nicht beurteilen, weil durch das ganze Wasser, was die da eingeleitet haben, ist ja extrem viel Wasserdampf entstanden. Das heißt, wir haben mit den Baggern sehen wir heute noch gar nicht hin. Wir versuchen das jetzt heute auseinanderzuziehen und dann muss man eine Bestandsaufnahme machen. Das Wichtigste ist, sag ich mal, dass keine Personen verletzt sind und dass auch keine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Ja, und wir da, sag ich mal, schnell reagiert haben zusammen mit den Feuerwehren hier vor Ort. Ja, da lagern, sag ich mal, im Regelfall so zwischen 500 und 700 Tonnen Sammelschrott, ja, der quasi aus der Kommune hier jetzt aus den Landkreisen letztendlich gesammelt wird, von wo die Bürger sich entsorgen in unseren Containern. Und wie viel jetzt konkret aktuell gebrannt hat, das ist momentan sehr schwer abschätzbar noch. Ja, das ist ein riesiges Thema. Also man muss einfach sehen, ich bin auch im Verband sehr aktiv tätig und wir haben, sag ich mal, die letzten 5 Jahre zunehmend Brände an Schredderanlagen, also die Anlagen, die eigentlich diesen Sammelschrott verarbeiten, ja, weil dann ja das Material bearbeitet wird und da kommt es dann durch, wenn da Lithium-Ionen-Akkus drin sind, natürlich erst recht zum Kurzschluss und zu Bränden. Ja, und es ist ein riesiges Thema und ich kann nur jeden dazu aufrufen und bitten, dass man einfach Akkus, Batterien gehören nicht in den Müll, weder in den Hausmüll, in den Restmüll, noch gehören sie in einen Schrottcontainer rein, sondern die sind einer separaten Entsorgung zuzuführen, damit genau sowas nicht passiert. Und ich glaube, jeder erinnert sich daran, als Samsung ein neues Handy rausgebracht hat und die ganzen Akkus Kurzschlüsse hatten und dann Feuer gefangen haben. Das ist einfach brandgefährlich und es ist auch laut Aussage von den Feuerwehrleuten extrem schwer zu löschen, weil man eigentlich nur die Temperatur runterfahren kann und die Brandlast extrem hoch ist.